begleitet uns heute ins Rolantica. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Europapark und dem Rolantica. Die Vicky ist auch dabei. Juhu! Mit dem rollenden R. Das sage ich jetzt immer. Habe ich beim Barock-Video auch schon gesagt. Wir sind erst kurz vor 10, also wir sind relativ gut durchgekommen. Fahren ja nur knapp 2 Stunden aus der Schweiz. Und haben auch im Barock schon unsere Tickets abgeholt. Wir hatten das ja mit dem Hotel zusammen gebucht. Und das ist das erste Mal für uns beide im Rolantica. Wollte ich immer mal machen. Machen wir auch schon mal und machen mal mit Brina, keine Sorge. Brina hat mich schon gerügt, dass ich nicht mit ihr hier hinfahre. Genau, also wie gesagt, für uns beide das erste Mal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich gar nicht so viel erkundigt über das Rolantica. Ich habe noch ein paar Storys gesehen und so. Also ich lasse auch einfach auf mich zukommen. Und ich nehme euch natürlich heute mit. Guten Also ihr seht, hier sind ganz, ganz viele Föhns, sich keine Gedanken machen. Und hier sind die Umkleiden und Schließfächer. Ich würde sagen, wir schmeißen es erstmal in unsere Bademode. Aber hier sind noch mehr Föhns. Jetzt drin haben ein Bändchen bekommen, wie in jedem anderen Schwimmbad, das damit bezahlt man und am Ende wird halt abkassiert. Man kann hier in Restaurants damit bezahlen und Liegen und so weiter, wenn man sich besondere Liegen kaufen möchte. Es gibt auch diese VR-Experience mit Snorri, das weiß ich jetzt nicht, ob es das heute gibt, denn heute ist ja Samstag und wir sind jetzt ca. 10:30 und es ist schon relativ voll. Viele Liegen sind schon besetzt, ja, war natürlich zu erwarten an einem Samstag. Wir stürzen uns jetzt ins kühle Nass, denn uns ist sehr, sehr warm. Und ich nehme die GoPro natürlich mit, das heißt, der Ton kann sich eventuell verändern. Und ich versuche euch so viele Eindrücke zu zeigen, wie es nur geht, versuche aber trotzdem die Privatsphäre der Menschen zu wahren.
zwei Bahnen gefahren. Einmal Stormwind im Bereich, es tut mir leid, ich kann kein Skandinavisch, Winterhall. Ich muss auf den Plan gucken. Stormwind war eine Reifenrutsche, 2 bis 4 Personen können drin sitzen. Ist in Ordnung, war jetzt nichts Spektakuläres, war okay. Dafür war aber Winterritt mega cool. Man kommt da in so eine große Welle, ich versuche euch das später nochmal abzufilmen. Man kommt da so raus in so eine große Welle und da war tatsächlich, das war richtig cool. Hat richtig viel Spaß gemacht. Wartezeiten schon so 15 bis 30 Minuten, also jetzt bei Winterritt war es noch länger, aber lohnt sich halt, also war mega cool. Jetzt fahren wir noch die andere zu zweit. Wie heißt die? Moment. I have a look. Ich glaube Twafall, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber könnte die sein. Bei den Wörtern und ich kenne, wie gesagt, ich bin das erste Mal hier, kenne mich jetzt nicht so gut aus. Deswegen ganz oldschool der Parkplan. Verschnaufpause. Der hat nämlich ein kleines Hüngerchen. Wir haben uns ein bisschen was mitgebracht. Äpfel, Bananen, Müsli-Riegel, ein paar Nüsse. Ist gar kein Problem, könnt ihr euch natürlich mit reinnehmen. Und werden am Nachmittag hier eine Bowl probieren, wenn ihr aufhat. Habe ich gesehen, dass sie jetzt seit neuestem Bowls haben. Und ich möchte später Snorri VR machen. Habe ich jetzt schon gesehen, ist direkt hier nebenan. Kostet zwar extra, ich glaube 6 Euro pro Person, aber das möchte ich unbedingt mitnehmen. Bin sehr gespannt. Ja, also wir entspannen jetzt hier und dann machen wir weiter. Achso, was ich noch sagen wollte, die erste von diesen beiden Partnerrutschen, also die rechte, ne, die linke Seite war das. Storm irgendwas. Also auf der linken Seite die hat so einen krassen Drop und dann ist man in so einem Tunnel. In so einer Strömung, wo man dann in so ein Loch reinfällt. Also war richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Und die andere ist halt ganz normal, also die auf der rechten Seite. Also links auf jeden Fall empfehlenswerter. So, was ich noch sagen wollte, ist natürlich mein erster Besuch hier im Rolantica. Das heißt, ich kann euch keine Tipps geben, keine wann macht ihr was. Deswegen, wenn ihr schon mal hier öfter wart, Rolantica-Kenner seid, dann schreibt doch gerne unten in die Kommentare eure Tipps und Tricks und Weiterempfehlungen an die Community. Und ich werde bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein, deswegen kann ich eure Tipps dann auch gut gebrauchen. Also einfach unten in die Kommentare schreiben, ich würde mich freuen. Und auch denkt auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sind auf der Suche nach den Bowls, aber es gibt natürlich andere Restaurants hier, und zwar einmal das Snack Yas. Hier gibt es Burger und Salate. Ich schwenk mal kurz zur Speisekarte. Also ihr seht, Hamburger 5,50 Euro, Doppel-Cheeseburger 6,90 Euro, vegetarischer Burger 5,70 Euro und eine Pommes 3,90 Euro. Ein Beilagensalat kostet 4,90 Euro. Ja, also die Preise völlig human. Und es gibt auch einen Snorri Mehrwegbecher. Mit Cola, Coca-Cola Getränkepaket. Das heißt, pro Tag kostet einmal so ein Becher 18,50 Euro und ihr könnt 10-mal pro Tag diesen Becher befüllen. Genau. Also ganz cool, wenn ihr vor allem auch eine Familie seid oder so. Also, wir sind jetzt hier, glaube ich, im neuen Bereich. Ich habe das nur in der Story gesehen bei EP-Fan 95. Wir sind jetzt beim Viking Snack. Und hier gibt es Bowls, Sushi Vegan Bowl, Beef Bowl, Lachs Bowl. Dann gibt es auch noch ein Caesar Salad und ein Scenic Salad Bowl. Preise stehen jetzt leider nicht.
Es gibt hier auch so Flatbread, Asia und Chicken. Das sieht auch sehr gut aus. Verschiedene Wraps und Sandwiches. Also eine gute Alternative für das ungesunde Burger-Pommes-Essen. Ich weiß ja nicht, was ich genau nehme. Entweder die Beef oder die Lachs Bowl. Mal schauen, aber sieht echt gut aus. Also ich habe jetzt mal gesehen, also eine Lachs Bowl kostet 14,90, eine Beef Bowl 15,90. Die Wraps, die Flatbreads kosten 6,90 €. Eigentlich auch ganz gut. Wraps kosten 7,50 €, Focaccia 8,50 €. Also die Vicky hat sich jetzt die Scenic Bowl geholt für 11,90 € und das Asia Flatbread für 6,90 €. Hier seht ihr das, wie das zubereitet wird. Wird frisch zubereitet für euch. Bin gespannt. Auf das Flatbread bin ich auch sehr gespannt. Brauche ich keinen Ingwer. Beef, genau. Wie bitte? Ja, gerne. Nein, danke. Noch ein bisschen mehr von der Soße, wenn es geht. Gerne. Dankeschön. So sieht das Ganze jetzt aus. Also optisch sehr ansprechend. Bin gespannt. Also, aber gut, 16 € ist jetzt aber auch kein Schnapper, ne? Das sind schon Schweizer Preise. Das ist Vickys Scandinavian Bowl mit Falafel. Sie hat auch noch Salat, Tomaten da drin. Also relativ frisch. Ich habe eher so einen asiatischen Mix, weil ich auch Teriyaki-Soße drin habe. Und das Flatbread Asia-Style ist auch vegetarisch. Guten Appetit. Das hat jetzt, glaube ich, bei dir zusammen 19 € gekostet. Mhm. Dann probieren wir das Ganze jetzt mal. Also wie gesagt, es ist Couscous dabei, Algensalat, Rind. Bin sehr gespannt. Also der Couscous ist noch lauwarm. Sehr, sehr lecker. Also hat verschiedene Komponenten. Das Rind ist eher so Roastbeef-mäßig. Roastbeef-Scheiben. Probieren, aber ich krieg's irgendwie nicht auseinander. Schmeckt sehr lecker. Weiß nicht, ob es mir bis heute Abend reichen würde. Das sehen wir noch. Wir haben ja noch ein paar Snacks. Aber das Flatbread von Vicky sieht echt gut aus. Vielleicht will ich mir das noch mit Chicken. Mal sehen. Erstmal esse ich meine Bowl. Treppe hoch. Wir sind jetzt nach diesem Snack einfach hier hochgegangen, die Treppe hoch, und hier gibt es das Lagerhaus und hier gibt es ganz viele Liegen.
die ich euch jetzt nicht zeigen werde, weil hier ganz viele Leute liegen. Aber hier gibt es super viele Liegeplätze. Hier sind auch welche frei. Also könnte man tatsächlich herkommen und sich ein bisschen entspannen. Und nur für Erwachsene steht hier. Das, nee, das ist Stillhead Loft. Das ist nochmal eine Etage höher. Ah ja. Das ist nochmal weiter oben, genau. Da können dann auch nur Erwachsene hin, ab 18 Jahren. Gehen wir auch nochmal gucken. Aber richtig schön hier. Also gerade finden hier noch Baumaßnahmen statt, deswegen ist es nicht ganz so ruhig. Hier wird noch gebohrt, weil hier werden die Rutschentürme bald eröffnet. Aber dieser Ruhebereich für Erwachsene oben ist mega schön. Super viele liegen noch frei gewesen. Also ich hätte mich jetzt auch einfach dahin legen können und ein Nickerchen machen können. Aber wir sind ja hier, um was zu erleben. Aber auf jeden Fall lohnt sich da mal einen Abstecher zu machen. Man muss zwar ein bisschen laufen, ganz hoch in diesem Turm, aber lohnt sich auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt wieder ins kühle Nass. Ich würde ja gerne Snorri machen jetzt. Machen wir Snorri? VR. Hier seht ihr jetzt mal die Wartezeiten. Wir haben jetzt 14.30 Uhr und das längste steht ihr bei Isbrecker an. Okay, wundert mich. Munin ist 25 Minuten. Hagen ist auch 25. Ich weiß gar nicht. Das sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren. Winterritt hat 35, das war bisher unser Favorit. Und Svalgurritt hat 30 Minuten. Also schon längere Wartezeiten bei den Hauptattraktionen, die wir aber schon gemacht haben. Wie gesagt, das ist eigentlich cool, dass diese Attraktion, diese Tonnen, normalerweise sind sie draußen im Sommer, machen bestimmt auch mega viel Spaß und jetzt haben sie einfach hier ein extra Zelt drum gebaut und Heizstrahler, dass man es auch im Winter nutzen kann. Also echt gut gemacht. Ist jetzt nichts für uns, aber für Kinder auf jeden Fall ein großer Spaß. Sieht auf jeden Fall auch im Sommer mega schön aus. Wir machen jetzt Snorri VR, kostet 6 Euro extra. Und ja, Vicky wird mich von außen ein bisschen filmen. Hier seht ihr mal, wie das funktioniert. Also hier kommt ein Schnorchel und ein VR-Headset. Und dann geht ihr in so ein Tauchbecken und müsst euch festhalten an diesem Becken. Ja, und dann geht euer Erlebnis schon los. Bin mega gespannt.
kurzes Fazit zu Snorri VR. Richtig schön gemacht. Man ist ja in einem Becken und man hat einen Gegenstrom. Das heißt, man, unter Wasser fühlt man sich wirklich, als würde man im Meer mit Snorri schwimmen. Echt süß gemacht. Für 6 Euro finde ich es vollkommen okay. Und ist auch für Kinder geeignet mit Schwimmflügeln. Also mega schön, lohnt sich auf jeden Fall. Will ich jetzt nicht beim nächsten Mal wieder machen, aber es ist eine schöne Erfahrung. Was hast du gesagt? Suppi! Ist heute nicht so redegewandt, die mit dem rollenden R. Es war super! Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal zu euch gequatscht habe. Ich glaube,
keine Ahnung. Wir haben, sind diese langsame Snorri-Tour gefahren. Wir haben ein Wettrennen gemacht mit den Schlauchringen. Also da gibt es auch noch hinten so eine Attraktion. Ich muss jetzt den Plan rausholen für die ganzen Namen. Ist schwierig. Kann ich sowieso nicht aussprechen. Egal. Du wolltest noch ein Fazit zum Essen geben. Also, hau rein. Genau. Hau raus. Hau rein. Genau. Oh, haben wir schon. Später nochmal. Jawohl, genau. Also das Essen ist hier sehr, sehr lecker, sehr fein. Wir haben uns ja für vegetarische, schrägstrich vegane Optionen entschieden. Wir, du hast bei mir probiert, genau. Und die waren wirklich sehr gut. Ich hatte den Falafelsalat und dann noch so ein Flatbread Asia-Style mit Gemüse drin, einfach warm gemacht. Sehr lecker. Vom Preis her habe ich bezahlt knapp für beide 19 Euro. Ohne Getränk. Leute, ihr kennt mich. Viel zu teuer natürlich für ein bisschen Salat, drei Falafeln und ein Stück Fladenbrot. Wir wissen alle, was das im Einkauf wirklich kostet. Aber ja, irgendwas muss man halt essen oder eben selber Sachen mitbringen. Wir haben Sachen selber auch mitgebracht. Gar kein Problem. Genau. Getränke und so. Aber an und für sich war es schmackhaft und es war vor allem gesünder als, wenn ich jetzt mal den direkten Vergleich habe zum Disneyland. Von der Auswahl her, es war wirklich gesünder. Wir mussten nicht auf Burger, vegane Burger, Pommes ausweichen, genau. Deine Top 3 Attraktionen heute? Auch wie gesagt, vom Namen her keine Ahnung, wie es heißt, aber die erste, die mir sehr gut gefällt, ist die da hinten. Die fahren wir jetzt auch gleich nochmal. Mit der Welle, also die Nummer 2 war das. Genau, die so einen hohen Bogen, so eine Kurve macht, die war sensationell. In diesen Viererreifen. Genau, und dann eigentlich alles, was wir so im Zweiergespann gefahren sind, ich kann den Namen leider auch nicht aussprechen, aber alles, was wir so zu zweit fahren konnten, auch das Wettrennen. Und Nummer 3 würde ich sagen, war der reißende Fluss. Ja, das war dann sehr, sehr spaßig, dieser Reißen war es nicht ganz wirklich, es war ein wilder Fluss und manchmal ging es schneller, manchmal nicht. Das war ziemlich, ziemlich cool, ja. Da schwimmt man einfach nur durch, Kinder auch mit Schwimmflügeln und so, gar kein Problem. Manchmal ist es ein bisschen rasanter. Manchmal ist es ein bisschen langsamer, aber macht mega viel Spaß. Ja. Die rechte Seite ist ein bisschen rasanter. Also man muss sich zwischendrin mal entscheiden, ob man links oder rechts fährt. Also die rechte ist ein bisschen rasanter, als die linke. Genau. Aber macht Spaß. Und gar keine Wartezeiten bei dem Floß. Bei dem Fluss. Wir sind immer durchgelaufen, mehrmals hintereinander. Ja. Ansonsten bei den Ringen, dieses Wettrennen, da haben wir 15 Minuten gewartet. Ja. Ansonsten, was mir auch gut gefallen hat, war Snorri, dieses Langsame. Da haben wir auch noch 5 Minuten gewartet, das sehr entspannt. Zum Chillen, ja. Sehr entspannt, gut, ja. Auch nicht ganz so langweilig gemacht mit Bildschirmen und so, mit Snorri zwischendurch. Sehr, sehr schön. Was ein bisschen irreführend ist, ist die Definition von des entsprechenden Levels, also des Schwierigkeitsgrads. Man hat ja vor jeder Attraktion eine Information, wo es steht, wie schnell oder wie gefährlich diese... Einfach, mittelschwer und schwer gibt es. Fahrt ist und da bin ich nicht immer einer Meinung. Also was hier teilweise als schwer deklariert wurde, war meiner Meinung nach also absolut Pipifax, aber das ist vielleicht Empfindungssache. Eine Sache sind wir nicht gefahren, ja. Es gibt Gott sei Dank. Ich wollte es eigentlich fahren, ich habe es mir vorgenommen. Es gibt eine Rutsche, wo der Boden wegfällt. Also man, das ist so ein Wettrennen, glaube ich, da wird der Boden einem weggezogen und dann fällt man halt runter. Man steht und dann geht der Boden weg und dann fällt man so senkrecht runter. Habe ich noch nie gemacht, wollte ich heute machen, aber da steht, es wird nicht empfohlen, wenn man Kontaktlinsen trägt. Und das tue ich. Deswegen mache ich es nicht. Und ich bin froh, macht es nicht. Weil ich mache nämlich auch nicht. Ich habe gesagt, ich soll mich filmen dabei, aber nein. Ja, im Sommer wollte ich auf jeden Fall mal wiederkommen, weil wir gucken die ganze Zeit raus. Es ist mega schön, auch hier im Sommer. Auch draußen die Anlage. Also wäre echt gespannt, wie es im Sommer aussieht. Ja. Wir fahren jetzt noch eine Runde mit dieser Welle, mit dieser weißen großen Welle, mit dem Drachenkopf. Und dann werden wir uns langsam rausmachen. Wir haben heute nämlich einen Tisch bei Boba Svens im Kronasar fürs Buffet, aber das seht ihr dann in einem anderen Video, also nicht mehr in diesem, sondern in dem anderen Video, was ich mache. Und ja. Genau. Aber hat es dir gefallen? Sehr. Ich würde auch auf jeden Fall wiederkommen. Ich möchte wieder im Sommer kommen, das wollten wir gemeinsam angehen. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn der Europapark wieder aufmacht. Im März. Ist ja gut, du Adrenalin-Junkie. Ja.
war ein grüner Abschluss jetzt nochmal hier diese. Also es war jetzt ein grüner Abschluss, diese Wellenritt, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall das mit dem Drachen. Macht mega viel Spaß, ist vor allem dunkel, die Beleuchtung ist hier mega schön. Und ich wollte jetzt noch kurz noch was zu den Temperaturen hier sagen. Also, haben wir es eben gesehen auf dem Bildschirm, Wassertemperatur um die 30 Grad. Also, ich bin ja eine Frostbeule und mir war zu keinem Zeitpunkt kalt. Weder im Wasser noch an den Schlangen, an den Wartebereichen für die Rutschen. Da wartet man schon, jetzt haben wir fast 20, 25 Minuten gewartet. Keinem ist kalt, also mir auf jeden Fall ist nicht kalt geworden. Im Gegenteil, es wird sogar sehr, sehr warm auf den Rutschen. Die Wassertemperatur ist sehr angenehm, nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Also mir war zu keinem Zeitpunkt hier kalt. Ich hatte aber auch einen Bademantel dabei und Handtücher, also das würde ich euch empfehlen mitzunehmen. Mit meinem Bademantel und ein, zwei Handtücher. Ansonsten, das Parken kostet normalerweise 8 Euro, außer ihr habt oder ihr seid Hotelgäste des Europaparks, egal ob Kronasar, Belrock oder so, dann kostet euch das Parken nichts. Auch das Schließfach kostet euch dann hier nichts. Ansonsten, die Tagestickets fürs Rolantica kosten 42 Euro für Erwachsene und Kinder zwischen 4 bis 11 Jahren zahlen 39 Euro, aber es steht ab. Also kann sein, dass es etwas teurer ist, zu welchem Zeitpunkt wir kommen, das weiß ich jetzt nicht, aber ab 42 Euro kriegt ihr ein Erwachsenenticket. Ja, wir gehen jetzt raus, duschen, frisch machen im Hotel, richtig einchecken, unser Zimmer beziehen. Das seht ihr in einem separaten Video. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen im Sommer ins Rolantica. Mega, mega schön und ja, nur 2 Stunden von uns zu Hause entfernt. Hier gibt es auch heute Abend eine Party, irgendwie ein DJ gibt es draußen mit Cocktails. Heute Abend ist auch eine XXL-Küchen-Closing-Party in den Hotels, das wäre jetzt nicht dabei. Aber Europapark bietet schon viel Entertainment auch drumherum. Also ich hoffe, die Eindrücke und das Video vom Rolantica hier haben euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!